Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Video von bluebeet.ch. Wir haben gedacht, nach so langer Zeit machen wir mal etwas anderes als Folien und wollen euch das Gadget hier zeigen. Habt ihr auch schon etwas anderes geschnitten als nur Folien? Für auf T-Shirt oder an die Wand? Sagt es mir doch in den Kommentaren, ich freue mich darüber. Bis gleich! Da sind wir wieder, schön sind wir noch dran. Also, heute haben wir ja eben, wie angekündigt gesagt, dreht sich es mal nicht ums Folienschneiden. Wir wollen uns heute am Thema Gravieren zuwenden. Dazu habe ich für euch mitgenommen den Gravurstift für ein Cameo 3, 2, 1 oder 4. Mit dem Adapter natürlich für das Cameo 4. Oder aber den Gravurstift vom KriCut. Hier habe ich die Nummer 41 genommen. Wir arbeiten heute mit dem KriCut. Ich bin im Moment ein bisschen schwankend zwischen Cameo 4 und KriCut und im Moment gewinnt gerade KriCut ein bisschen. Darum zeige ich euch das mit dem KriCut heute. Es ist aber auch alles machbar mit dem Cameo, mit dem 3 oder dem 4 oder was ihr auch immer die habt. Das ist kein Problem. Beim KriCut ist es wichtig, dass ihr den Maker habt. Alles darunter funktioniert es nicht. Wir brauchen dazu Plexiglasplatten. Einmal haben wir sie in rund dabei und einmal eckig. Ich brauche jetzt im Vordergrund das Runde, weil ich etwas für unser kleinstes Bluebeet-Mädchen mache, das oben im Bett liegt, momentan mit etwas Höchfieber. Deswegen haben wir ausnahmsweise das Aufnahmestudio auch vom Laden nach Hause verlegt, weil ich sie einfach nicht alleine zu Hause lassen wollte. Mal schauen, wie viel anläuft, dass wir brauchen, bis wir das Video fertig haben. Genau, also, wir starten mit dieser Acrylplatte. Dürfen natürlich nicht dicker als die 2-3 mm, je nach Maker sein. Sonst bringt ihr es natürlich dann nicht durch. Also wichtig, aufpassen, nicht dicker als 2 mm kaufen. Der Gravierstift für ein Cameo, den lege ich einmal hier ein auf die Seite. Den brauche ich ja jetzt nicht. Ich brauche den Stift für den Maker. Und jetzt wechseln wir auf den PC. Wir haben euch Datei zur Verfügung gestellt, die genau den Kreis aufweist von dem Plexiglas, das ihr bei uns im Shop könnt beziehen, dass das stimmt. Dann habe ich hier mir ein Einhorn zurechtgelegt, weil unser jüngster Bluebeet-Mädchen halt gerne Einhörner hat. Und das ziehe ich mir jetzt auf die Vorlage und schaue, dass das so ein bisschen passt. Hier, der Teil hier unten, den muss man sein. Sehe ich hier, da habe ich noch Punkte drin, die ich eigentlich nicht will. Der Teil muss ich hier und das kommt nachher in die Öffnung, die ich euch gezeigt habe. Und vielleicht wisst ihr jetzt auch schon, was ich machen will. Was wir machen können, ist, dass wir es in die Mitte ausrichten. Oder auch nicht. Treffe immer das Falsche am Anfang. So, horizontal ausrichten. Jetzt ist es sicher in der Mitte inne, von den Abständen her. Dann im KriCut habe ich jetzt hier schon umgestellt aufs Einhorn, habe hier Gravur eingegeben, weil ich möchte ja nicht, dass er es schneidet, sondern ich will, dass er es graviert. Hier kann man Schnitt eingeben. Das wird nachher ewig gelöscht. Also ich lösche das jetzt dann ewig. Dann gehe ich auf Herstellen. Aha, ja. Ich und das KriCut sind immer noch nicht so ein Herz und eine Seele. Ich lösche das direkt weg. Jetzt ist natürlich wichtig, dass ich das peinlich genau auf meine Matte klebe. Weil sonst
graviert er nachher am falschen Ort. Ich nehme jetzt also man sieht es so fast gar nicht. Na, mein Plexiglas-Teil und justiere das. Ich tue zuerst das Plexiglas auf der Matte justieren und tue nachher mich anhand von der Matte ausrichten. Was ich muss machen, ist, das Plexiglas hat immer noch einen Schutz drüber, damit es nicht verkratzt wird. Und dann tue ich das hier platzieren. So. Jetzt ist eben meine Matte auch nicht mehr das, was sie mal war. Das ist nachher so, wie es platziert. Und dann kann ich die Häuschen zählen und anhand von dem kann ich das ausrichten. Jetzt habe ich hier angefangen beim 5. Das heisst, ich muss mein Einhorn mindestens aufs 5, also etwas weiter runter, weil ich will ja nicht, dass es bis ganz rauf. Also machen wir es beim 7. unten dran ist. Nachher fängt die Schneidmatte beim 10 an ungefähr. Das heisst, ich muss es auf dem Programm aufs 10 tun. Dann muss ich kontrollieren, hinten der Flügel geht bis zum 22. Das heisst, ich kontrolliere es auch hier drauf. Das hat also Platz. Es fängt hier beim 10 an und fängt hier beim 22 hört es auf. Und wenn wir unten noch das Bein nehmen, das geht fast zum 22. Das ist jetzt gerade ein bisschen. Dann stellen wir das Ganze noch ein bisschen höher auf. 7. Ist jetzt beim 6. ist das Horn. Genau. Beim 6. das wäre da. Und nachher unten ist es jetzt beim 21. Jetzt sind wir richtig. Wenn das richtig klebt, dann können wir weitergehen zu unserem Cameo. Zwischendurch natürlich mein Red Bull nicht vergessen. Jetzt sollte mein Gehilfe mir noch den Cricket anschliessen. Ah, er hat das schon gemacht. Das Kabel liegt schon da. So. Das hebt jetzt eigentlich relativ gut. Dann kann ich das einmal testen. So. Jetzt müssen wir natürlich unser Werkzeug noch rein tun. Aber das sagt uns dann der Cricket, wenn wir starten. Wir gehen auf Weiter. Ich habe die Gravur auf dem PC eingestellt. Und ihr seht, er sagt, es ist nicht kompatibel. Ich gehe Acryl suchen. Der Cricket hat das. 2 mm oder 1 mm, wir nehmen natürlich 2 mm, ja, das haben wir ja auch. Dann sagt er mir, ich muss das Werkzeug 41 machen, das habe ich auch gemacht und ich kann mit los starten. Wir drücken mit los. Wichtig, am Anfang tut er es ja einlesen. Und weil er hier hinten vorne und hinten knickt, helfe ich ihm etwas mit, indem ich die Matte etwas gerade hebe. Das Ganze macht es für den Cricket und für mich zum Arbeiten etwas ein einfacher. Und wir haben weniger Verlust, weil er durch das Knicken, wie man sieht, bekommen wir hier eine Lücke und er klebt nicht mehr richtig, weil das kann er nicht. Da kann er noch so festkleben, das funktioniert natürlich nicht. Was ich jetzt noch machen werde, ist hier sicher noch ein Klebband ankleben. Rundum ist es mir ein bisschen zu heikel von den Abständen her. Aber wenn ich immer ein bisschen die Hand hin und vorne anhebe und schaue, dass die Schneidmatte sich nicht beugt, dann ist das echt kein Problem. Wir haben das alles schon getestet. So, soweit habe ich alles vorbereitet. Jetzt Daumen drücken und wir legen los. It's gonna be me.
gemeint, es wird nicht mehr fertig und wir haben Prozent zählt. Der Krieg hat seit einem ja immer, wie viel Prozent man so hat, gell? Ich wirfe mal die Matten aus. Und tada! Ich muss schnell ein bisschen putzen da. Es hat natürlich vom Plexiglas gibt's recht Staub drauf. Also das Material, das er halt abtransportiert. Dann haben wir hinten drauf haben wir auch noch mal eine Hülle. Die nehmen wir jetzt auch noch weg. Jetzt hat es natürlich Töpfe von mir drauf. So, und somit ist das Ganze fertig. Fertig. Und jetzt zeige ich euch, was wir damit machen können. Nämlich, wir stecken das hier in das lustige Teil rein. Und machen das Licht an. Und machen hier das Licht ab. Achtung! 3, 2, 1. Haha! Ist das nicht geil? Wir haben hier verschiedene Modus. Jetzt sieht man natürlich das Geschmier drauf. Also ich sehe es, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Jetzt haben wir hier den Modus Blau. Dass man schnell kehren, dass ich es einfacher einstellen kann. So, dann kann ich da wieder Knöpfe drücken. Rot, Grün, Blau. Gel, Violett, meiner Tochter ihre Lieblingsfarbe und meine auch. Und wieder das Mintige. Oder Weiß haben wir auch noch. Haben wir noch gar nicht gemacht. Genau, und jetzt sind wir wieder bei dem, der die Farbe wechseln kann. Hey, weißt du, wie coole Geschenke man kann mit diesen zwei, drei Sachen herstellen kann? Also ich bin begeistert. Das mittlere Blubi-Mädchen schreit auch schon, dass es so ein Lämpchen will. Die Kleine hat jetzt das Lämpchen seit 1-2 Monaten in Gebrauch und liebt es nach wie vor. Ich glaube, ich habe genug demonstriert. Maestro, Licht an. Boah. Genau, das wäre das. Also das heisst, ihr könnt quasi um des Rätsels Lösung zu zeigen, das quasi rausnehmen, dann leuchtet das nicht mehr und dann könnt ihr auch die Viereckigen, die ihr bei uns im Shop bekommt, rein tun. Das ist natürlich noch nicht graviert, oder eben die Runde. Was auch funktioniert, ist mit dem Foilquillstift und Papier dazu, also der Folie dazu, könnt ihr auch machen. Das haben wir getestet. Genau, also man kann es auch mit Foilquill machen. Man sieht es dann halt, wenn das Licht nicht eingeschaltet ist, sieht man es besser als beim Gravierten. Ich finde das Gravierten mega schön. Als kleiner Tipp, ich habe verschiedene Accounts bei verschiedenen Bildanbietern. Ich habe mir einfach etwas gesucht nach Sketch. Also wenn ihr mit dem Cameo arbeitet und euch etwas aus dem Store runterladen wollt, dann sucht nach Sketches. Dann ist es ein gutes Ergebnis. Weil der Cameo, wie auch der Krieg hat, muss man natürlich bedenken, die kann ich nicht ausmalen, die kann ich einfach Linien ziehen. Sketchnotes oder eben Zeichnungen, Ausmalbilder kann man auch nehmen, aber bitte nur für den Privatgebrauch, nicht verkaufen. An alle unsere fleissigen Marktkäuferinnen, tünt euch da bitte doch etwas erstellen lassen gegen Entgelt, das ihr dann könnt brauchen könnt. Ihr könnt natürlich, das kann man gut brauchen für auf Geburt mit den Zahlen vom Baby, mit dem Namen, mit dem Zeit. All das kann man natürlich wunderschöne Geschenke herstellen, wunderschöne Erinnerungen. Also das Acrylglas bekommt ihr bei uns quadratisch und rund, je für 2,50 Franken, ist also hier unten jeweils schon zugeschnitten. Wir haben im ersten Verlauf Plexiglas bestellt, das nicht zugeschnitten ist, und der Herr Blubi ist eigentlich relativ begabt, was so Zeug anbelangt. Er hat es aber nicht schön hinbekommen, wenn man es selber von Hand schneidet. Wir haben dann nochmal eine Bestellung geordert, wo wir das maschinell
haben herstellen lassen. Und es ist viel schöner. Es ist schön abgeschliffen, es ist nichts Spitziges, keine Verletzungsgefahr für eure kleinen Schätze. Das war uns wichtig gewesen. Wenn man es selber schneidet, dann sind die Schnittkanten einfach nicht so schön. Wie gesagt, die gibt es für jeweils 2,50 Franken. Und das Lämpli gibt es für 8 Franken. Das ist so, das könnt ihr entweder mit USB-Anschluss oder aber ihr füttert das Ganze mit Batterie. Ich bin nicht so Batterie-Fan, weil bei unserem kleinen Mädchen ist das Lämpli die ganze Nacht an und dort ihr den Weg weisen, wenn sie in der Nacht wach wird, zu uns überkommt oder was auch immer, aufs Klo muss. Darum finde ich, ist das ein rechter Batterieverschweiß. Wenn man es natürlich nur kurz braucht, dann kann man das sicher mit Batterie steuern. Ansonsten finde ich das ganz gut, dass man das Ganze an Strom anschliessen kann. Et voilà, das wäre also unser heutiges Video gewesen. Erzählt mir doch Daumen hoch und runter oder nee, kann ich nicht brauchen. Wie findet ihr das Ganze? Ich finde es mega cool. Wie gesagt, das ist schon mein dritter Versuch. Und es wird nicht mein letzter Versuch sein. Im Anschluss tun wir noch das einblenden, was wir gemacht haben mit dem Feuerquill, dass ihr auch noch seht, wie das aussieht. Da müsst ihr eigentlich gleich verfahren. Ihr tut euch auf die Matte drauf, wieder auspositionieren, tut das Feuerquill drüber und tut das ankleben. Oder aber ihr nehmt beim KitKat, habe ich die Strong-Matte genommen und beim Cameo habe ich neu von einer Firma habe ich auch starke Matten in den Shop für euch eingestellt, damit ihr eben auch solche Sachen machen könnt. Weil da ist es wirklich wichtig, dass ihr eine stark klebende Matte braucht, sonst verrutscht euch das Ganze. Wie ihr im Zeitraffer gesehen habt, habe ich zeitweise die Hand ein bisschen draufgehebt, weil ich gemerkt habe, dass es leicht verrutscht ist. Aber am Ergebnis hat es sich nicht gestört. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spass an diesem Video wie ich beim Machen. Und wünsche euch viel Spass beim Nachbasteln. Nicht vergessen, schenkt uns ein Däumchen hoch, abonniert uns, schaltet das Glöckchen und was noch wichtiger ist, zeigt uns eure Ergebnisse. Sei es in unserer Facebook-Gruppe, in Instagram oder hier unter dem YouTube-Video. Wir freuen uns immer, wenn wir sehen, was die Leute aus unserer Grundidee so herstellen. Und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, Prost! Merci vielmals und bis zum nächsten Video. Like it is, bend over my heart like you're fearless.